Keiner wie deiner. Gemäß Opel soll es rund 30.000 Kombinationsmöglichkeiten geben, was Lackierung, Interieur und Ausstattung des Adam betrifft. Wir sind den Adam Glam in Berry Red mit White-Paket gefahren. Technisch sind jedoch alle Testwagen gleich. Der 1,4 Liter Benziner mit 87 PS ist kein Temperamentsbündel. Doch um entspannt der Küste westlich von Lissabon entlang zu cruisen, reicht der Vierzylinder allemal. Trotz kurzem Radstand fühlt man sich im Adam auch in schnell gefahrenen Kurven nicht unwohl. Das hat der Mini-Blitz auch Ex-Rennfahrer Joachim Jockel Winkelhock zu verdanken. Wir wollten wissen, was genau der Adam vom Jockel hat. Ja, ich hatte das große Vergnügen, als Opel-Markenbotschafter da auch mitzuwirken, Fahrwerksabstimmung, denn wir haben ja ein eigenes Testzentrum am Nürburgring auf der Nordschleife. Und da werden die alle Opel-Fahrzeuge wirklich im harten Test unterzogen. Und da durfte ich mitarbeiten, speziell in der Vorderachsgeometrie etwas zu verändern, noch den Fahrspaß zu erhöhen. Und für mich da war es eine sehr, sehr große Ehre. Denn so ein Fahrzeug, auch so ein kleines Fahrzeug, muss und soll Fahrspaß vermitteln. Da sind wir wirklich hinterher bei Opel. Und ich glaube, es ist uns wirklich ganz, ganz gut gelungen. Bevorzugtes Revier des Adam ist aber die Stadt. Der Opel-Flitzer kommt um jede auch noch so enge Kurve. Praktisch. Für Manöver lässt sich die Lenkung per Knopfdruck leichtgängiger machen. Und für 750 Franken extra parkiert der Adam sogar selber ein. Das ist in dieser Klasse einmalig. Hightech auch im Innenraum. Der kleine Opel hat zwar kein Navi, aber ein großes Display. Über die sogenannte IntelliLink-Verbindung lässt sich jedes Smartphone als Navigator nutzen. Einfach anschließen, Navi-App aktivieren, Kostenpunkt rund 50 Franken und losfahren. Günstiger geht's Navigieren im Auto nicht. Hübsch auch die Farbenspiele von Klimaanlage und Instrumenten. Nervig hingegen, wenn man die Lautstärke der Musikanlage verändert, werden alle anderen Funktionen ausgeblendet. Der Kofferraum reicht gerade für einen Koffer. Wer mehr laden muss, kann aber die Sitze abklappen und dann reicht der Platz. Der Opel Adam ist eben kein großer wie seine Hauptkonkurrenten. Mit 3,70 Meter ist er aber fast 20 cm länger als ein Fiat Cinquecento und praktisch gleich lang wie der Mini. Den Opel Adam gibt's ab März 2013 in der Schweiz zu kaufen. Die Preise beginnen bei etwas über 15.000 Franken.